So, willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Ja, wir sind hier mit den Jungs von German Predators unterwegs, von unserem Clan. Da ist einmal der Atze, da bin ich und der Orlando. Wir haben natürlich dreimal E100 dabei und ja, ihr könnt mal davon ausgehen, dass das auf jeden Fall eine brutale Runde wird. Ja, der Gegner hat zwei OP-Artis, die 9er Arti der Amis. Das Ding kann schnell nachladen, hat einen beweglichen Turm, ist sehr schnell, kann sich versetzen sehr schnell, hat einen schnellen Reload, trifft punktgenau. Also, Gegner hat noch 25 Tonner Badget, T110E5, TD, FV, 183er, der Sternenzerstörer. Und deswegen schicke ich die zwei E100 nach rechts dort, die sollen dort entweder aufhalten oder pushen. Der Gegner ist sehr massiv in der Mitte vorhanden. Und rein strategisch sind die auf jeden Fall schon mal schlecht aufgestellt, weil auf der Map ist am wichtigsten hier die obere Ecke. Ihr seht ja auf der Minimap die zwei E100, die mit mir im Zug sind, die schicke ich nach rechts, den Atze und den Orlando. Ich versuche hier von der Mitte aus so aufzuhalten und Damage auszuteilen. Und wir haben ja zwei Artis. Die können ja auch was tun, ne? Die müssen wir ja mit ins Spiel bringen. So, jetzt sind wir, wenn ihr auf der Minimap gucken wollt, die Mitte ist safe, rechts ist safe und am Wasser ist safe. Das heißt, das ist eine sehr gute Aufstellung. Nichtsdestotrotz, der WZ von uns ist schon mal tot. Ja, ich spule mal ein bisschen vor. Der E5 vom Gegner kommt. Ja, das war wahrscheinlich seine Kanone. 87 Damage nur, aber er hat wahrscheinlich die Kanone kaputt. Konnte auch erstmal nicht schießen. Habt ihr ja gesehen, der hat eine Weile lang nicht geschossen. So. Der Type von uns ist da vorne, aber ich habe so ein bisschen seinen Rücken, dass der da nicht umfahren wird. Type 4. So. Ich fahre ein Stück nach vorne. Sehe aber, dass zu viel Action links und rechts ist. Ziehe mich wieder zurück. Sehe da unten. Gegnerische IS-3 ist irgendwie da unten am rumwüten. So, ich fahre runter, um mir die IS-3 da zu packen. Hab aber ein Auge auch nach rechts und Mitte. So, sehe, dass da was um die Ecke geschossen kommt. Ich mach mal Zeitlupe. Ja, und er brennt und steht und wird rausgenommen. So, das war schon mal der erste Flitzer. Freut euch auf mehr, da kommt auf jeden Fall noch was auf euch zu. So. Ich fahre der IS-3 hinterher, was sich aber als Fehler rausstellen wird, weil er viel schneller ist als ich. Wird aber trotzdem da rausgenommen. Ich drehe um. Fahre wieder Richtung oben, weil dort jetzt irgendwas durch die Mitte flitzt. Ja, ein E100 von uns wurde von den Artis gefokust. Und guck mal, was da angelaufen kommt. Zeitlupe an. Gekettet, angefackelt. Und rausgenommen. Guck mal, was der schreibt unten links. Der ist total sauer. Fuck you, Lucky. Okay. Fuck you back, you unlucky. Immer diese Beleidigung, ey, nur weil man am Ablosen ist. So. Unser E100 schlägt sich da tapfer. Ich muss dem mal zu Hilfe eilen. So. FVTD. Du hast genug rumgewütet. So, mein Freund.
jetzt ist Gangbang. Ich bekomme von der Seite vom T10. Ja, T10 ist kein Problem. Er geht links, ich komme rechts und dann gucken wir mal, was mit dir ist. Sei mutig, sei mutig. Oh, das tut mir aber leid. Wir sehen uns bei den Stats. So, ja, habt ihr ja gesehen. Jeder hat hier seine Aufgabe gehabt. Die Jungs haben da zu zweit nach rechts gepusht. Natürlich, am Anfang sind die beiden Artis und TDs alle noch am Leben. Und die haben einen EA-100 von uns fokussiert, den Orlando. Den haben sie dann halt gut bearbeitet, der Arme. So, und der Atze hat über 5000 Schaden gefressen, weil der FV-TD die ganze Zeit auf den geschossen hat. Und diverse andere Panzer auch. Hat nochmal 2500 gespottet. Hat nochmal über 3000 rausgehauen. Ich habe auch über 3000 rausgehauen. Habe ja zwei abgefackelt. Einmal Badget, einmal AMX 1390. Ja, alles in allem eine schöne Runde gewesen. Und die Map war ja jetzt nicht eine E100 Map. Und der Gegner hat zwei OP-Artis gehabt. Muss man ja dazu sagen. Ne? Seht ihr, die haben auch gute Stats. Das sind keine schlechten Artis gewesen. Und am Ende noch den FV schön gesandwiched. Der hat auch gute Wertung. Ne? War auf jeden Fall eine lustige Runde. Abonniert den Kanal hier. Abonniert meinen Kraftsportkanal. Und bewirbt euch für unser Clan. Ein Tier 10 Panzer ist Voraussetzung. Alles andere, Stats und so weiter, ist egal. Meldet euch und wir sehen uns bis dann. Ciao.